Hallo und herzlich willkommen zu meinem What I Eat in the Weekend. Ich bin jetzt nämlich gerade at home, also quasi. Ich bin eigentlich bei meinen Eltern, aber da ist ein bisschen Corona ausgebrochen, deswegen bin ich halt jetzt gegenüber der Ferienwohnung. Ich glaube, ich fange einfach mal an mit meinem bisschen zusammengewürfelten Frühstück heute Morgen. Es gibt nämlich diesen Latte Macchiato hier. Zwar natürlich nicht das Gesündeste, ist klar, aber ich wollte halt unbedingt Kaffee zum Frühstück. Und dann habe ich mir noch einen Joghurt gemacht. Der hier ist von Activia, der mit Müsli. Und dann habe ich da einfach noch eine Banane drauf geschnippelt, die ich noch hatte. Und das ist jetzt erstmal mein Frühstück. Und dann gehe ich auch gleich nochmal ein bisschen einkaufen und besorge nochmal ein paar Sachen, damit ich mich nicht die ganze Zeit nur von Joghurt ernähren muss. So, ich war jetzt gerade einkaufen. Moment. Ich war jetzt gerade einkaufen und habe hier die Riesentüte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt, glaube ich, nicht so die gesündesten Sachen gekauft. Ich habe halt nicht so viel Obst und Gemüse gekauft, weil ich halt nur so kurz hier bin. Also ich habe erstmal Öl. Das habe ich aber nicht gekauft, weil es war ausverkauft. Dann habe ich von meiner Mutter Tzatziki, weil ich mir Gyros mit Kartoffelspalten und Tzatziki machen möchte. Eine Tafel Schokolade, weil heute Abend läuft dann das Sextopmodel. Nudeln, die ich gleich essen werde. Kartoffelwedges für Gyros. Bananen, weil mit Bananen kann man entweder so mega gut nebenbei mal snacken, wenn man irgendwie kurz Hunger hat. Oder zum Frühstück habe ich das halt auch gekauft. Ja, dann das Gyros. Das ist richtig geil gewürzt, deswegen habe ich das genommen. Dann habe ich mir einen Tee gekauft, so zum Lernen, weil ich muss halt morgen noch relativ viel lernen. Heute wahrscheinlich auch noch ein bisschen was. Ja, Joghurt habe ich 3 Stück. 2 davon waren im Angebot. Ich habe jetzt einmal Pfirsich-Mango, einmal Vanille und einmal Erdbeeren, glaube ich. Dann habe ich noch so einen Kaffee hier gekauft. Ich muss sagen, ich trinke die jetzt nicht immer. Normalerweise mache ich mir jetzt selber meinen Kaffee. Aber dadurch, dass ich meine Tassenmund hier habe, trinke ich jetzt einfach solche. Mangosaft, auch um mich beim Lernen aufzuhalten. Ich trinke das dann einfach mit Wasser verdünnt. Und Schokomüsli, ganz normales, auch zum Frühstück. Eine Packung Milch hole ich mir wahrscheinlich dann einfach mit von drüben. Und dann habe ich noch einmal Pesto für die Nudeln, die ich mir jetzt gleich mache. Und einmal Pfeffer und einmal Paprikagewürz, damit ich für mein Ofengemüse, was ich mache, oder auch generell für meine Sachen ein bisschen Gewürze habe. Und Salz ist hier sogar, deswegen habe ich das jetzt nicht gekauft. Aber die wichtigsten Gewürze, die brauche ich, sonst schmeckt mein Essen nicht. So, die Nudeln kochen jetzt mal. Und ich hoffe, die Dunstabzugshaube ist gerade nicht zu laut. Und ich hole jetzt, glaube ich, die Aubergine und die Zucchini, die ich gestern noch von meiner Mama bekommen habe, weil die bei denen drüben im Keller ist. Und brate die, glaube ich, ein bisschen an. Und dann mache ich noch ein bisschen Feta dazu. Weil nur Nudeln mit Pesto finde ich, glaube ich, ein bisschen langweilig. Meine Nudeln. Das ist jetzt mein Mittagessen für heute. Ja, Nudeln mit Pesto, Feta-Käse und angebratene Zucchini und Aubergine. Ich bin jetzt wieder zurück in meiner Wohnung hier und lade gerade noch ein Video hoch und werde auch gleich wahrscheinlich noch eins schneiden. Ich wollte euch noch kurz ein bisschen einblenden, was ich eben gerade noch so gegessen habe. Ich war nämlich auf der Arbeit und habe ein paar TikToks gefilmt und da habe ich noch während dem TikTok-Drehen halt vorher ein Latte Macchiato getrunken und dann beim TikTok-Drehen noch einen Aperol Spritz. Das ist sonst aber auch auf dem Eisbutzen-Account auf TikTok. Falls euch das interessiert, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Und dann war ich jetzt eben gerade noch mit Laura und Milena nochmal da und wir haben noch ein Eis gegessen und habe ich jetzt 2 Kugeln gegessen. Erdbeer und After Eight. Eigentlich wäre jetzt schon fast Abendbrotzeit. Also meine Eltern essen bestimmt drüben auch schon. Es ist nämlich schon nach 18 Uhr. Aber ich habe eigentlich noch gar keinen Hunger, deswegen warte ich jetzt noch ein bisschen und ich denke mal, dann werde ich mir vielleicht später noch irgendwie ein Brot machen. Und vielleicht nachher Jeremy Sex Topmodel gucken. Habe ich jetzt noch gut 2 Stunden Zeit, die kann ich noch gut nutzen zum Arbeiten. Und ich glaube, ich werde mir jetzt auch noch meine Jogginghose anziehen, weil ich dann noch meine Jeans an. Es ist kurz vor 8 und ich finde, es ist langsam Abendbrotzeit. Dadurch, dass ich ja eben gerade noch ein Eis gegessen habe, also was heißt eben gerade, habe ich bis eben noch nicht so viel Hunger gehabt. Aber jetzt langsam könnte ich mal was essen. Und ich glaube, ich mache mir einfach ein Brot. Ganz und spektakulär. Und zwar habe ich hier dieses Vital- und Fit-Brot mit Leinsamen und Sonnenblumenkern von Harry oder Harry. Keine Ahnung. Und es schmeckt auf jeden Fall echt gut. Und dazu werde ich noch einen Tee trinken. Ich habe mir nämlich vorhin den hier, japanisches Kirschblütenfest, gekauft. Und den wollte ich jetzt mal ausprobieren. Ja, damit ich nicht die ganze Zeit nur Wasser trinke. Hier haben wir jetzt
ist mein Special-Armbrot. Es ist halt wirklich einfach nur Brot mit Wurstkäse und hier noch eine Gurke drauf. Weil Gurke war im Angebot. Wie gut. Und wie süß ist bitte diese Teekanne hier? Also ich finde die Farbe ja mal so cool. Ich habe mir jetzt einfach direkt eine ganze Kanne gemacht, damit ich mich ein bisschen ja daran halte, genug zu trinken. Und werde jetzt nebenbei mein Video weiterschneiden. Morgen zu meinem heutigen Frühstück. Es gibt Vanillejoghurt mit Banane und Schokomüsli und dazu diesen Latte Cappuccino. Es ist Mittagszeit. Es gibt ein bisschen Gyros mit Kartoffelcreme und Tzatziki und dazu Ofengemüse. Also quasi Zucchini und Aubergine mit Kartoffelspalten und ein bisschen Feta. Und das lasse ich mir jetzt schmecken, weil ich habe mittlerweile echt Hunger. Ich komme gerade vom Auftritt und hier gibt es jetzt das in ungefähr unspektakulärste Essen, was man sich vorstellen kann. Ich mache mir jetzt kurz ein Käsebrot mit Gurken. Ich habe tatsächlich nicht mal wirklich Hunger, aber ich muss, glaube ich, irgendwas essen, weil sonst habe ich nachher halt mega Hunger. Deswegen habe ich mir jetzt hier mein Brot mitgenommen und fahre jetzt mit dem Freund weiter. Hallo! Ihr wundert euch bestimmt, warum ich so aussehe mit diesem roten Lippenstift hier. Ich komme gerade von einem Auftritt. Wir haben Sonntag und nebenbei, wir haben gerade schon mein Essen auf. Ich habe nämlich mein Ofengemüse von vorgestern einfach nochmal in den Ofen geschoben. Und hoffe, dass es jetzt aufwärmt, weil ich hier halt keine Mikrowelle habe. Aber passt schon, oder? Passt. Geht. Alles gut. Lunchtime. Ich würde sagen, es hat eigentlich ganz gut funktioniert im Ofen. Ich sehe nur gerade, der ist noch an. Das werde ich wohl gleich mal ändern.